Hallo und herzlich willkommen zurück zum Red Rage Gaming Crew Channel. Ich bin's, der Dan, und heute schauen wir uns mal ganz genau die Patch Notes an fürs Titel Update 9.1, das heute im Laufe der Serverwartung erscheinen wird. Und da ist einiges drin. Also, auf geht's! Ja, was haben wir mit Titel Update 9.1? Was erwartet uns da? Was kommt da raus? Massive hat ja ein bisschen länger dran gearbeitet, wie ich gestern schon im Video gesagt habe. Heute schauen wir uns mal genau die Patch Notes an. Erstens, NPC-Statuseffekte brennen und bluten, die werden abgeschwächt, denn die sind teilweise zu krass. Dann, NPC-Waffenschaden, der wird reduziert, gerade auch von den SMG-Hyena-Assault-Kriegern, die auf euch zustürmen. Das ist ganz gut. Der NPC-Waffen-Range wird reduziert beim Cleaner-Tank-Flammenwerfer, denn der ist echt irgendwie extrem, der schießt ja 45 Meter weit. Die Modellautos werden genervt, da wird der Explosion reduziert, die Dauer des Bodenfeuers wird reduziert, der Brand- und Verwirrt-Effekt und die Spawnanzahl der Autos generell wird auch reduziert. Da freue ich mich sehr drauf, die Nerven. Die Black Tusk Selbstmörderdrohnen, die werden auch in Schaden und auch in der Spawnanzahl gesenkt. Das ist ganz vernünftig, denn die bomben euch zu in legendären Missionen. Und es gab so Mega-Schaden-Glühwürmchen von NPCs, die haben die geschmissen, da war die sofort platt. Die werden auch komplett gefixt. Also ich glaube, die wurden ganz rausgenommen. Da hat Massive sich gar nicht genauer zu geäußert, aber die Teile sind nervig gewesen. Das ist aber tatsächlich noch nicht alles. Es geht hier jetzt noch weiter. Lass mich mal eben noch mehr Text hinterher schieben. Die Präzision der NPC-Granaten, die wurde reduziert. Das ist auch nötig, denn die waren teilweise wie Sniper-Mörser-Geschosse. Das hat keinen Spaß gemacht. Die Genauigkeit der Granaten ist jetzt wieder distanzabhängig. Das hätte sie vorher auch schon sein sollen, ist aber leider ein bisschen kaputt gewesen, die Funktion. Die Distanz zum Ziel hat aber weniger Auswirkungen auf Elite-Hunter, abtrünnige Agenten und legendäre NPCs. Die Genauigkeit der Black Tusk Mini-Tank-Granaten, des Hyena-Mörsers und des Cleaner Napalm-Werfers, die wurden auch reduziert, denn die Dinger haben euch ja teilweise auf 40 Meter irgendwie komplett weggekloppt. So, NPC-Blindfeuer ist jetzt weniger effektiv, das ist auch ganz schön, weil wenn die aus der Deckung geschossen haben, da habt ihr sofort jeden Schuss abgekriegt, das war nicht so geil. Da gab es echt Probleme mit. Das Blindfeuer mit Sniper und Shotgun wurde komplett entfernt, weil das ist Schwachsinn, das macht überhaupt keinen Sinn. Und die feuern jetzt tatsächlich mit Pistole. Und das Tank-Blindfeuer wurde Gott sei Dank auch entfernt, denn Tank-Einheiten, die blindfeuern, machen einfach wenig Sinn. da gab es echt einige Probleme mit dem Blindfeuer, auch auf unserer Seite, also bei Spielerseite. Da kommen wir gleich noch zu. Da hat Massive nämlich auch dran gearbeitet, denn das war dringend nötig. So, machen wir jetzt weiter. Was gibt es denn noch? NPC-Aggressivität, die kann nicht einfach global behoben werden. Da hat Massive nämlich ein paar Probleme gehabt, denn tatsächlich hat sich mit dem Wechsel von Titel-Update 7 auf Titel-Update 8 NPC, da haben sich NPC-Verhaltensprobleme sichtbar gemacht, die eigentlich schon vorher drin waren. Die waren schon von vornherein immer so aggressiv, nur der Wechsel auf globale Schwierigkeit hat das noch mehr zutage gefördert und jetzt merkt man es mehr. Titel-Update 9 behebt da ein paar Probleme, aber leider nicht alle. Einige müssen noch von Massive bearbeitet werden, die werden noch untersucht. Ist eine etwas komplexere Angelegenheit, das heißt die KI war schon von vornherein scheiße programmiert, aber Titel-Update 8 hat es dann einfach völlig eskalieren lassen. die Frequenz und Aggro von NPCs auf versteckte Spieler zu stürmen, die wurde reduziert, das ist ganz gut. Das heißt, ihr werdet nicht in eurer Deckung einfach überrannt. Aggressives Umkreisen von Gegnern, gerade durch die Stürmereinheiten, wurde gefixt. Nicht-Tank-NPCs, die durch Statuseffekte auf dem Spieler zurushen, das wurde auch gefixt. Das heißt, ihr setzt den Brand, die rennen weiter. Das Tank-Rush-Verhalten wurde noch ein bisschen reduziert. Das wurde schon beim letzten Update reduziert, aber da war noch ein bisschen mehr nötig, laut Massive. Also hat man das etwas runtergeschraubt. Klingt ganz vernünftig. Blind- und Feuerstatus, der hindert NPCs jetzt wirklich am sich bewegen. Tatsächlich hat er das vorher teilweise nicht gemacht, die sind einfach durchgerannt. Das war denen scheißegal, ob die brennen oder blind sind. NPC-Heilungsfertigkeiten wurden auch reduziert. Der Black Tusk-Heilkoffer, der hat keine mechanischen Einheiten mehr, das ist ganz schön.
denn die Minitanks brauchen das nicht. Der Black Tusk Heilkoffer heilt keine zerstörbaren Gegenstände im Level mehr. Sehr praktisch, wenn man weiterkommen möchte. Und der legendäre Black Tusk Heilkoffer überprüft jetzt die Line of Sight und hat tatsächlich ein Heilungscap. Also er kann nicht mehr machen als bis zu diesem Cap heilen. Und er überprüft, ob die Gegner nicht doch von der Deckung an der Heilung gehindert werden. Das klingt ganz gut. Das hat er vorher nie gemacht. Das wäre jetzt ganz schön. So, und jetzt Endspurt hier. Jetzt machen wir weiter. Rüstungskits heilen Kopfgelder und Bosse nicht mehr komplett. Hunter sind davon ausgenommen. Spielerskills nehmen weniger Schaden von NPCs. Vom Spieler und bei NPCs ausgelöste Statuseffekte machen mehr Schaden. Bluten, Vergiften und Napalm. Spieler-Hitbox bei Blindfeuer wurde reduziert. Das ist auch ganz praktisch. Ja, und da gibt es noch jede Menge weitere Bugfixes. Die habe ich euch jetzt hier zusammengefasst. Denn das ist wirklich ganz schön viel, was da drin ist. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, ab 13:30 oder 12:30 kann man wieder spielen. Wie findet ihr die Patch Notes? Wie findet ihr das Update? Habt ihr da Bock drauf? Ist das was für euch? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ja, und ich kann nur noch sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Auf links gibt es ein Abo, auf rechts gibt es noch mehr Videos. Ich würde mich freuen, euch wiederzusehen und kann eigentlich nur noch sagen, bis denn, euer Damn.